Trainer, zweiter Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause. Womit hat sich die Mannschaft die drei Zähler gegen Rostock aus deiner Sicht verdient? Ja, weil sie taktisch sehr, sehr diszipliniert gespielt haben und sich auch nicht locken haben lassen vom Gegner, der uns natürlich immer wieder locken wollte und dann überspielen wollte. Und das haben wir nicht zugelassen. Wir waren auch sehr, sehr laufstark, haben sehr leidenschaftlich auch verteidigt, gekämpft, haben dem Gegner einen einzigen Schuss auf unser Tor zugelassen, einen Kopfball auf unser Tor zugelassen. Ansonsten haben wir immer wieder einen Fuß dazwischen gehabt oder eben es so geschafft, dass der Ball an unserem Tor vorbeirollte. Und nach vorne hin waren wir natürlich auch sehr, sehr effizient. Ja, mit der ersten Chance, die sie uns geboten hat, haben wir eben das 1-0 gemacht und hatten dann auch nochmal mehr, die Mehrzahl an Chancen, an Großchancen im Gegensatz zu Rostock. Und deswegen war es verdient, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wenn so ein junger Spieler wie Gökhan dann in seinem zweiten Spiel nach einem vielleicht nicht ganz glücklichen ersten Auftritt dann beim zweiten Spiel auch schon gleich wieder trifft, was macht das mit einem Jungen? Ja, ich hoffe, dass es ihm vor allem Selbstvertrauen gibt und dass er davon natürlich auch wächst und weiter seinen Weg geht. Ich fand auch, seinen ersten Auftritt war in Ordnung. Ja, defensiv war es in Ordnung, hat sich in viele Duelle reingehauen. Natürlich taktisch, das eine oder andere hätte man noch verbessern können. Einzige waren 2, 3 Fehlpässe, die er eigentlich aufgrund seines ordentlichen Passspiels nicht machen darf. Das weiß er auch und daran haben wir auch gearbeitet, das haben wir besprochen. Und ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht, jetzt gerade auch gegen Rostock. Nachdem er eigentlich gar nicht eingewechselt werden sollte, ist er trotzdem mit dem Kopf bei der Sache geblieben. Wir mussten dann schnell reagieren, weil Jeremias Lorch eben diese muskulären Probleme hatte, beziehungsweise den Krampf und hat sich dann aber auch sofort bereit gefunden und sofort ins Spiel gefunden und dann zu jedem mit dem Tor belohnt. Inwieweit erleichtert es die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben, dass man heute zum zweiten Mal in dieser Woche in der Britta Arena trainieren kann? Ja, jedes Rasentraining ist wichtig im Moment. Ja, bei uns im Trainingsgelände ist einfach immer noch ein bisschen mehr Winter als hier unten in der Stadt. Deswegen nutzen wir das natürlich und sind froh darüber, dass wir es auch nutzen können. Müssen natürlich aber auch gucken, dass wir den Platz nicht dementsprechend so ramponieren, dass er überhaupt nicht mehr spielfähig ist. Deswegen werden wir da aufpassen und wir sind auch guter Dinge, dass morgen der Platz auch bei uns auf dem Hallberg dann zum Abschlusstraining auch bereit ist. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Ja, ist relativ unverändert zu letzter Woche. Das heißt, Patsche Schönfeld und Manu Schäffler sind immer noch in der Reha. Sebastian Rovca ist bei der Mannschaft, ist aber noch nicht bei 100%. Ein einziger Wermutstropfen ist diese Woche, dass wir ein bisschen von der Grippe erwischt worden sind. Das heißt, dass Alf Minzel komplett flach liegt. Der wird überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Jan Albrecht und auch Flo Hansch hat es leicht erwischt. Aber da denke ich, dass das weniger Probleme sind. Die werden auch heute wieder dazustoßen, beziehungsweise Flo Hansch wird heute wieder dazustoßen. Alle anderen sind genauso fit wie letzte Woche. Am Sonntag geht es zu Eintracht Braunschweig. In der Winterpause hat die Mannschaft auch nochmal ist die Mannschaft einer, sagen wir mal, personellen Radikalkur unterzogen worden. Welchen Eindruck hast du in der Vorbereitung von der Mannschaft bekommen? Ja, ist eine komplett andere Mannschaft als in der Hinrunde. Sie haben natürlich auch den Kampf angenommen, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, den Abstiegskampf angenommen, wollen eben unbedingt diesen Klassenerhalt schaffen. Das sieht man auch in ihrer Körpersprache, das sieht man auch in der Leidenschaft, wie sie Zweikämpfe führen. Und man merkt es auch im Publikum, im Umfeld, ja, die Euphorie ist wieder da, dass man es doch schaffen kann. Ich glaube, dass vor der Winterpause schon mal kurzzeitig die Gedanken da waren, dass das nicht mehr möglich ist. Aber man sieht eben, dass man im Fußball mit 2, 3 gewonnenen Spielen, man relativ schnell immer wieder irgendwo dran ist. Und die Braunschweiger glauben wieder an sich, sie haben viel Erfahrung mit reingenommen. Ja, ich glaube, dass da einfach auch ein ganz klarer Schlüssel war in der Hinrunde, dass vielleicht doch zu unerfahrene Spieler auf dem Platz waren, zu viele unerfahrene Spieler auf dem Platz waren. Das ist natürlich auch nicht gut, man muss immer die richtige Mischung haben. Und die haben sie jetzt, so wie es aussieht, zumindest gefunden, zumindest in eine gewisse Richtung. Und jetzt gilt es eben für uns auch da voll dagegen zu halten und den Jungs zu zeigen, dass wir auch einen ganz guten Lauf haben. Du hast unter der Woche schon die Kulisse angesprochen, die uns da erwartet. Was gibt man gerade auch vielen jungen Spielern im Vorfeld einer solchen Partie dann mit auf den Weg? Ja, das muss jeder aufsaugen. Da muss jeder groß werden, da muss jeder mit Erfahrung sammeln. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, jeder Spieler wünscht sich, von einem ausverkauften bzw. einem vollen Stadion zu spielen. Und deswegen können sie jetzt nicht in Erfurt erstarren, nur weil es auf einmal voll ist. Ja, sondern sie müssen da einfach dran sich hochziehen. Ja, müssen die Nervosität, die immer da ist, auch das Lampenfieber ein bisschen abschütteln. Ja, und dann rausgehen und einfach ihren Fußball spielen und dann eben sehr, sehr leidenschaftlich fighten, sich reinkämpfen in die Partie. Ja, wir haben einige junge Spieler auf dem Platz, aber wir haben auch genug Erfahrung, die dann auch dem einen oder anderen jungen Spieler was mitgeben können und die auch sicherlich Fehler ausbügeln können. Und dafür müssen wir einfach da sein. Wir wollen das Spiel annehmen, wir wollen uns darauf freuen und ich glaube, das machen auch alle. Dankeschön. Bitteschön.